Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, leider habe ich jetzt ein bisschen spät auf die Aufnahmetaste gedrückt. Man konnte, glaube ich, gerade noch so erkennen, wie der Name des Falles ist. Und zwar ist das dem geschuldet, dass ich von irgendwo hier unten gerade hier hochgelaufen bin. Die Stadt ist gar nicht so groß. Ich habe echt viel hinter mich gebracht. Ich habe jetzt hier nochmal einen neuen Schnellreisepunkt erwischt, aber ansonsten nicht allzu viel in meiner Umgebung. Vielleicht, weil ich auf den Hauptstraßen geblieben bin. Und ich habe mir überlegt, zum Rathaus von Cordona zu laufen. Ich wollte es aber eigentlich noch nicht aufnehmen, weil ich nicht sicher war. Was ist das hier? Ach so, das ist der Schnellreisepunkt. Weil ich mir nicht sicher war, ob ja, das jetzt wirklich uns weiterhilft. Aber da ich schneller angekommen bin als eigentlich erwartet und unser liebes Hirngespinst hier, John, gerade auf mich aufmerksam geworden ist, gehe ich mal davon aus, dass wir hier im Fall weiterkommen. Ob es hier klingelt am Rathausplatz? Wieso? Muss ich hier irgendwas? Nö. Also ich habe hier keine Erinnerung. Oder muss ich jetzt hier irgendwas Neues auswählen? Schweigen ist Gold. Erinnerungen an den Rathausplatz. Bei einem Abstecher zum Rathausplatz kamen alte Erinnerungen wieder hoch. John besteht darauf, dass ich mich konzentriere, um mir wieder alles ins Gedächtnis zu rufen. Ah, okay. Heften wir das mal an. Gehen nochmal in die Konzentration. Ah! Ah! A large crowd gathered. Okay. I was here, young and passionate about the truth. Mycroft stood close to me. He was keen on my attending every official event that I might prepare myself for the Crown service. Lucky for you, that was the last time he did it. Ja. Oh no. Ach so. There was a stage here, a tribune. The governor gave his speech there. He was lying through his teeth and nobody noticed, or didn't want to, but I noticed. I was extremely irritated by his lies. I shouted my opinions very loudly for everyone to hear. The crowd went wild. Okay. Okay. No. Mycroft was angry but calm. He led me away from the stage. Mal schauen. He told me that I should keep my mouth shut, and that silence is golden. I couldn't stand for that. Behold, Sherlock Holmes's famous adherence to justice was born here. Ah, Fall abgeschlossen. Ja. Super. Alle Hinweise erhalten. Jetzt ist die große Frage, da wir jetzt sowieso schon mal hier sind, würde ich sagen, ich hoffe, das ist jetzt die richtige Tür, dass wir einfach mal ins Rathaus reingehen. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Are you lost, oh. Sir? Not at all. I'm right where I need to be. I'm Sherlock Holmes, by the way. Ursula Oney, the chief archivist. How can I help you exactly? I need to take a look at the history of Cordona and its islanders to retrieve some, hopefully, useful information. Your brother Mycroft told me that you were direct. And now that we've met, I can see that is true. Someone in our family has to balance the evasive nature of my brother. Well, may I use the city archives? You may, of course. But in return, perhaps dinner? That's a high price to pay for looking at your archives. I was teasing you. Pay no attention to me. Na, der ist ja nett, ehrlich. Okay, wo zur Hölle ist jetzt das Archiv? Oje, 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 jetzt haben wir hier wieder einiges vor uns. Stehen die alle an, weil die da hoch wollen?
Ghoul gesungen. Na gut, die blockieren hier anscheinend gerade den Weg. Dann schauen wir mal, ob wir woanders rein können. Da ist es schön am Leuchten, aber da kommen wir leider nicht hin. Ach, Archiv, da steht's doch. Perfekt. Okay, können wir hier... Ja, wie beim Polizeirevier. Ja, nur wonach soll ich jetzt suchen? Erinnerung an den Rathausplatz. Das ist ja im Endeffekt schon... Ach, das ist schon alles, was ich hier machen kann, oder wie? Das fände ich jetzt aber doof. Schweigen ist Gold. Das haben wir abgeschlossen. Das ist archiviert. So. Das leere Haus. Da müssten wir theoretisch dazu was finden, oder? Stadtteile. Grand Serre war das, glaube ich, ne? Ja, jetzt ist nur die Frage. Was nehmen wir als einen Zeitraum, könnten wir noch machen. 1800 irgendwas war das. Also müsste das ja 19. Jahrhundert sein. Dann ist die Frage Personengruppen. Bürger. Eheschließung, Tätigkeit. Bürger eventuell. Nichts. Okay, nein. Ah, ich wollte doch nicht wieder rausgehen. Moment. Register. Sterbefälle vielleicht. Zeitraum 19. Jahrhundert. Nein. Ja, Tätigkeit kann es ja nicht sein, oder? Auch nicht. Rechtsdokumente. Hm, okay. Vielleicht müssen wir auch... Moment, ein neuer Eintrag? Das war jetzt bei Johns Tagebuch, oder was? Aber die Sachen können wir gedrückt halten zum Zoom. Nee, die können wir nicht... über den Tod hinaus. Aber das kann ich nicht anpinnen. I'll be right here. Ja, das ist schön, dass du hier wartest. Das bringt mir aber nicht allzu viel. Schläft auf dem Bauch. Es bringt mir ja allzu viel, wenn ich das weiß. Aber reden kann ich mit denen nicht. Okay. Hier kann ich auch nichts machen. Hm. Scheint jetzt doch ein bisschen eine Sackgasse zu sein hier. Eventuell brauche ich noch irgendwelche Informationen. Chief Artist, da komme ich nicht rein. Mit denen hier irgendwie sprechen. Nein, du sollst auf den Typen hier. Hallo. Okay. Muss ich ja nicht unbedingt alles so lange haben. Hauptsache, ich habe die Informationen. Komm, wähl den mal aus hier. Feindselig. Sind die jetzt weg? Moment. Kann ich mit dir reden? Nein, ich kann nicht mit dir reden. Okay. Kann ich mit einem von euch reden? Auch nicht. Vielleicht mit dir nochmal? Vielleicht doch ein Abendessen? I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose, in a way, we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oney.
Kann die uns vielleicht noch irgendwelche Hinweise geben? Have you found anything helpful? Anscheinend nicht. Wir haben jetzt auch nichts Neues dazu bekommen, ne? Moment. Hä, wieso ist das nicht mehr angeheftet? Kann sie mir jetzt noch was sagen? Have you found anything helpful? Nee. Ach so, Moment. Ja, eigentlich ist es deswegen nicht angeheftet. Nicht das jetzt? Bringt uns das weiter, wenn wir ins Archiv gehen? Ich bin mir nicht sicher. Verschüttete Erinnerungen. Stadtteile. Wieso kann ich das jetzt... Ach so, ja, klar. Register. Ja, müsste dann ja Sterbefälle sein. Zeitraum, auf jeden Fall 19. Jahrhundert. Okay, mit dem Hinweis geht's nicht. Kann man das nehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Tätigkeit oder sowas? Nee. Rechtsdokumente. Und schon wieder ein neuer Eintrag in Johns Tagebuch. Wieso kriegt der immer wieder irgendwelche neuen Einträge? Erinnerung? Ist aber doch gar nichts Neues. Hm. Schweigen ist Gold, das ist klar. Konsequenzen, Auktionsmitteilung. Jetzt habe ich natürlich wieder das andere hier drin, was ich nicht haben wollte. Verschüttete Erinnerungen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir jetzt lieber die Geschichten verfolgen sollen. Oder, also meine Geschichte verfolgen sollen oder diese Cordona-Geschichten. Aber damit habe ich es ja, ja, damit habe ich es ja schon versucht. Aber das ist ja nur die Sache, dass ich die abklappern kann. Ja, das war dann wohl eher ein Satz mit X. Die Leute hier wollen alle nicht mit mir sprechen. Der auch nicht. Nach oben dürfen wir nicht. Was ist hier? Hier ist es auch wieder so schön rot am Leuchten. Kommen wir trotzdem nicht hin. Hier auch nicht. Tja. Und die wollen auch nicht mit mir reden. Was ist mit dem hier? Der will auch nicht mit mir reden. Ja, dann muss ich wohl oder übel sagen, dass das Ganze, wie gesagt, ein Satz mit X war und wir nicht allzu viel herausgefunden haben. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um. Ich lasse dann die Aufnahmetaste nebenbei an. Entschuldigung. Ich lasse dann die Aufnahmetaste nebenbei an und ja, bin etwas ratlos. Das wäre jetzt so meine Hoffnung gewesen. Polizeipräsidium könnte man mal ausprobieren. Also Polizeiwache. Die uns da weiterhelfen können. Das war der Gründerplatz. Die Kirche, weiß ich nicht, ob die uns weiterhelfen kann. Na gut, alte Ruine, da waren wir ja schon. Die kann uns ja auch nicht wirklich weiterhelfen. Yachtclub. Hm. Na gut, ich werde mal ein wenig meine... ja, ein wenig herumlaufen und schalte euch dann wieder hinzu, wenn ich etwas gefunden habe. Bis gleich. So, dann schauen wir mal bei der Polizeiwache, ob wir da... auf der Seite. Ob wir da eventuell weiterkommen, dass wir da vielleicht nochmal im Archiv was gucken können oder so. So, mit ihm können wir sprechen. Hä? Was ist das? Moment, wir sprechen erstmal kurz mit ihm. Any progress with the case, Mr. Holmes? Okay, das war jetzt nicht sehr hilfreich, aber hier gab es auch noch einen Punkt.
Okay. Ist das jetzt irgendwie eine Tafel, wo ich jetzt hier was wegnehmen kann? Oder wie verstehe ich das jetzt? Geschwungene Fäuste. Och nee, hoffentlich nicht wieder so ein Scheiß hier mit Kämpfen. Ich saß einfach nur da, als der Händler dem Soldaten einen Schlag verpasste und der Soldat dann auf meinen Tisch stürzte. Hätte ich einfach tatenlos herumsetzen sollen, das wäre, als wäre nichts passiert. Ich griff wohl nach einer Flasche und zog sie dem Händler über den Kopf. Was danach geschah, weiß ich nicht mehr. Ist vom Dockarbeiter. Aussage vom Händler. Dieser Matrose schubste mich herum. Dabei habe ich doch nur aus Versehen mein Bier auf ihn geschüttet. Ich rempelte dabei den Soldaten an, der dann auf mich losging, als wäre es meine Schuld gewesen. Ich musste mich wehren, aber dann zog mir jemand eine Flasche über den Kopf und ich wurde ohnmächtig. Aussage des Barmanns. Der Händler schüttete sein Bier auf den Matrosen und dann eskalierte das sofort. Ich weiß noch, dass der Matrose mit einem Stuhl nach dem Händler schlagen wollte, aber stattdessen den Dockarbeiter traf. Das war alles, was ich gesehen habe, weil ich mich dann hinter dem Tresen versteckt habe, um zu warten, bis sich die Lage wieder beruhigt. Ich werde das mal anheften, da wir mit unserem Fall ja offensichtlich eh nicht weiterkommen. Vielleicht hat das ja auch irgendwas damit zu tun, keine Ahnung. Bericht Nummer 18-04. Bei einer Schlägerei in der Bar Golden Eel wurde ein Matrose erstochen. Ach so, es ist ein quasi Mord oder so. Die Bar befindet sich in der Scarlet Street, die habe ich mal irgendwo gesehen, in der Altstadt westlich der Sesame Street. Verdächtige, okay, alle Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen, für den Fall sind noch weitere Ermittlungen notwendig. Aussage des Soldaten, der Händler schlug mir ins Gesicht und dabei ging meine Brille zu Bruch. Es war die einzige Brille, die ich hatte. Dieser osmanische Abschaum hasst jeden von uns. Wie lange müssen wir uns noch mit ihm abgeben? Okay. Also, eine Bar, Scarlet Street, westlich von Sesame Street. Moment, jetzt kann ich mit ihm reden? Is this familiar to you? I don't want my friends to see me talking to a spile money bag. Oh Gott, was bist du denn für einer? Do you know anything about this? My family is starving because of people like you go away. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking about what and dressed as what? Yeah, yeah. Okay, dann schauen wir mal auf der Karte. Was hatte ich gesagt? Sesams? Nee, Scarlet, ne? Scarlet. Silent Way. Wo haben wir das denn? Silverway? Irgendwo habe ich den Namen doch gelesen. Oder vertue ich mich jetzt hier mit Silent Way? Altstadt. Ah, hier ist Sesame Street. Da, also ungefähr da müsste das dann sein. Das heißt, ich muss dann zu Fuß dahin laufen. Das ist das, was am nächsten ist. Dann potte ich mich da mal eben schnell hin und ja, die Gegend sieht ja bald gleich aus. Ich schalte euch dann wieder hinzu, wenn ich da angekommen bin. So, wir sind in der Altstadt Nord angekommen. Ich mache mal die Kompassmarkierung weg. Da ist ein Kaffeehaus. Jetzt muss ich noch mal eben schauen. Das ist die... Nee, hier war das. Bei einer Schlägerei in einer Bar. Golden Eel. Die Bar befindet sich in der Scarlet Street. In der Altstadt. Golden Eel.
Das hier ist die Scarlet Street. Schauen wir doch mal. Also ich gehe natürlich davon aus, dass ihr kein Interesse daran habt, immer die gleichen Bilder von dieser Umgebung zu sehen, wenn ich hier rumlaufe. Deswegen überspringe ich das jetzt auch jedes Mal. Jetzt bin ich doch falsch. Hm? Das ist irgendwie unlogisch. Ist das jetzt hier die Querstraße? So, die Frage ist jetzt nur, wo finden wir jetzt diese Bar? Können wir nicht einfach das anheften? Das zeigt es mir dann aber trotzdem nicht auf der Karte. Na toll. Also links von mir oder wenn ich zurückgehe. Da dies aber ein neuer Fall ist und das Ganze ein wenig in die Länge gezogen war, mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.